Jo Leute, zurück bei Starbound und ich weiß gar nicht, habe ich im letzten Part schon den Typen hier gespielt? Ich glaube ja, wenn nicht, dann informiere ich euch da jetzt nochmal drüber. Und zwar spiele ich jetzt wieder diesen Roboter aus einem einfachen Grund. Bei meinen anderen Figuren ist mir dieses unglaublich tolle Spiel. Nein, es ist ja eigentlich ein gutes Spiel, aber manche Sachen fucken halt übertrieben ab. Wie zum Beispiel auch der Punkt. Mir ist das Spiel immer wieder abgekackt. Also tatsächlich, mir ist immer das Spiel beim Laden der anderen Figuren abgekackt. Das kann's ja auch nicht sein. Habe ich dann ausprobiert mit dieser Figur. Also ich habe dann geladen und hatte nur diese Figur. Dann ging's. Ganz komisch, ich habe keine Ahnung. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, das wird mein Haus. Es sollte aber auch eigentlich ganz offensichtlich sein. Aber was das hier unten ist, kann man sich vielleicht auch denken. Ja, genau, es soll eine Bodenheizung sein. Warum mache ich sowas? Ich meine, da merkt man doch nichts von. Das ist schon wahr, ist mir aber egal. Ich fand, das ist nett. Ich habe erst überlegt, ob ich nicht Campfires mache und die hier unten reinsetze, weil die ja mehr Wärme abgeben. Ich werde mal schauen, wie das nachts wird. Aber bis jetzt habe ich halt vor, das erstmal so zu lassen. Habe ich denn noch Holzstufen? Treppen habe ich. Perfekt, dann bauen wir doch auch gleich mal eine. Und zwar fangen wir die hier an. So. So. Hä? Mach den Scheiß da weg. So. Ab geht's. Nach oben. Perfekt. Warum kann ich denn... Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Einmal bitte wegmachen. Und neu dran machen. Geht doch. So. Hiermit machen wir... Nee, hiermit machen wir Holz weg. Das finde ich persönlich total behindert eigentlich, muss ich mal sagen. Also, ich finde es wirklich... Doch, ich finde es eigentlich total behindert, weil, warum muss ich gebautes Holz... Also Holz an sich kann ich mit der Axt arbeiten, aber warum kann ich gebautes Holz... nicht genauso schnell dann auch mit einer Axt abbauen. Ich muss dafür die Spitzhacke nehmen. Das ist schon ein bisschen doof. Aber egal. Wir machen uns hier erstmal so ein standardmäßiges... Ach, du kannst mich mal. So ein standardmäßiges Häuslein. Erstmal hier wegmachen, komm. Wieder aus. So, ein neues dran gebaut, das können wir auch abbauen, so. Okay, wie bauen wir weiter? Also als allererstes würde ich sagen, ziehen wir hier erstmal diesen Balken, damit wir da nicht nach unten fallen. Und dann, ich überlege gerade, mache ich noch ein Stockwerk? Ich hätte auch Bock, das irgendwie so komplett anders ein bisschen zu bauen. So, eins geht noch. Eins geht nicht. Warum? Egal, dann baue ich das hier jetzt nochmal weg. Boah, Leute, ich sag's euch, ich habe ja total Bock auf diese 7 Days to Die bekommen. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht ein... Ach so, das geht wegen dem Baum nicht. Ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, 32 Euro oder was dafür auszugeben. Also das finde ich schon ziemlich happig, muss ich sagen. Dafür so viel Geld auszugeben. Gerade weil es ist ja noch nicht mal irgendwie ein, es ist ja noch nicht mal ein fertiges Spiel. Also es ist ja nur eine Beta. Und das finde ich schon heftig. Soll ich das so lassen? Das sieht schon scheiße aus irgendwie.
Irgendwie sieht das richtig kacke aus. So geht's wieder. Ich meine, da kann man ja auch noch Verzierungen dran machen oder so. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite natürlich auch. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das mauern wir dann direkt mal zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf müssten das sein. So, ich glaube, das war sogar noch ein tiefer. Na komm, was soll's. So ist okay. Okay. So, nee, jetzt ist es nämlich ein zu tief. Nee, das geht so nicht. Aber ihr seht schon, also, was so Sachen angeht, da bin ich pingelig. Och, jetzt hat er wieder viel zu viel abgebaut, der Hannes. Was soll's? Zu machen. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt hier weiterbaue oder ob ich... Ach komm, wir machen jetzt erstmal hier Wände hin. So, das wird wahrscheinlich... Nee, das wird kein bisschen ausreichen. Aber egal. Haben wir noch mehr Holz dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Moment, hier sind ja noch welche. So. Ich glaube nicht, dass wir noch Holz haben. Wir haben jede Menge Holzzeug, also Einrichtung, aber sonst haben wir halt kein Holz. So, erstmal die Viecher hier erledigen. So, und jetzt hacken wir uns mal ein bisschen Holz. Ich meine, das muss ja auch mal gemacht werden. So ist es ja nicht. Und ich meine... Man kommt ja eigentlich nicht drum rum, ne? Also man muss ja irgendwann Holz hacken, alleine schon wegen der Kohle. Ach, guck mal, da haben wir wieder ein Labor oder sowas. Also hier sind wirklich die Labore da, auf diesem Planeten. Ich geh mal, soll ich mal versuchen, mich gleich da nach unten zu buddeln? Erstmal will ich mein Haus fertig machen. Oder jedenfalls ganz schön mein Starthaus bauen, wie auch immer. Weil, wir sind jetzt bei Part 23 oder was. Und wir hatten erst einmal ein Haus und danach haben wir keins mehr gebaut. Aber das war auch sehr tragisch, ne, dass wir das Haus dann verloren haben. War schon schade. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Holz. Ich glaube, 213 Holz sind... 426 von diesen Woodplant-Dingern, die wir da brauchen. Was ist denn das hier für eine Pyramide? Okay, hier geht's rauf, da sind irgendwelche Leute. Soll ich mich da mal hintrauen? Ah, komm. Der ist böse. Alter. Aber ich bin doch auch ein Roboter. Was hast du denn, Mensch? Ey, das sind doch diese Türen, wie man die auch im Raumschiff hat. Oh, was ist das denn? Ship Door? Nee. Pixel kriege ich hier raus? Wie, ich krieg da Pixel raus? Oh, ich dachte, das wäre so Deko. Hast du gedacht, ne? Ey. Komm her, du Made. So, wir bauen natürlich weiter ab. Ich hole mir jetzt auch die Lampen hier. Mann, was sollen die damit? Werden eh ausgerottet, wenn sie mich angreifen. Voll assi, aber Tatsache. Ja, damit.
Oh, ich glaube, ich könnte hier jede Menge gutes Zeug finden, beziehungsweise jede Menge nettes Zeug. Ist der Vogel böse? Wahrscheinlich, ne? Nö. Doch, ist er. Verpiss dich. Warum sind denn hier jetzt diese ganzen Vögel auf einmal am Start? Ich werde auf jeden Fall auch die Türen abarbeiten. Man weiß ja nie, wann man die mal gebrauchen kann, ne? Nee, hier gehe ich nicht runter. Ah, komm, die Lichter nehmen wir mit. Und die blauen Dinger hier auch, weil das ist ja Pick. Moment mal. Ach, die gehen damit auch schneller. 1489 Pixel haben wir schon. Ist doch ein klein wenig. Hier haben wir doch was, was mich interessiert. Tomaten oder was ist das? Kann ich nicht aufheben. Was ist denn da los, dass ich das hier nicht aufheben kann? Werden die Samen erstmal gelöscht? Gibt's ja wohl nicht. Wer mit den Sachen? Und dann natürlich auch die Bäume mal abgehakt. Abgehakt, vor allem abgehackt. Abgeholzt, wie auch immer. Tatsache ist ja wohl, dass wir Holz brauchen. Und die Viecher Beef wollen. Mich das aber nicht interessiert. Ich gehe weiter meinen Weg. Okay, komme ich hier rauf? Ja, komme ich. Gehe ich runter? Ich glaube, nein, ich gehe jetzt nicht runter. Ich baue jetzt erstmal bei meinem Haus weiter. Das kann man ja dann auch noch in der nächsten Folge machen. Ich finde krass, wie hoch ich hier springen kann. Ich meine, ich weiß ja, das ist durch die Schwerkraft, aber trotzdem. Ich bin ja schon mal froh, dass hier bis jetzt kein Meteoritenscheiß war. Hier Meteoriten, Hagelsturm, was auch immer. Hier kann ich jede Menge Leaf abbauen. Also Ranken. Machen wir das doch mal. Geil, ich kann es nicht aufheben, weil ich keinen Platz habe. Was haben wir denn, was weg kann? Was haben wir denn, was weg kann? Der Dreck auf der anderen Seite könnte eigentlich mal weichen. So. Okay, ach, hier ist Wasser. Okay, geh rauf. Na komm, scheiße, schafft er nicht. Mich hier? Ja, hier komme ich hin. Toll. Ich muss doch darüber, dann gehe ich halt oben rum. Mein Gott, immer diese Faxen. So, dann nehme ich mit das hier noch mit. So, dass ich da nicht raufkomme, das ist doch behindert. Na, was soll's. Bauen wir mal unser Haus weiter. Ah, Moment, ich könnte eigentlich erstmal hingehen und Woodplanks bauen. Haben wir erstmal über 1000 Stück, ist auch ein bisschen was. Es wird auch wieder Nacht, das ist nämlich dann auch nicht so schlimm. Und ich muss mich mal richtig hinsetzen hier. Ich muss sagen, in letzter Zeit sitze ich hart unbequem. Aus einem einfachen Grund, mein Stuhl ist nicht mehr der neueste. Und scheiße. Und da ist einfach mal, keine Ahnung, die Schraube locker, könnte man schon fast behaupten. Ich muss mir auch unbedingt mal einen neuen holen. So, haben wir alles zu? Auch hier bei der Tür. Komm, hier alles zumachen. Und dann würde ich sagen, erstmal Lichter aufstellen. So eine Standfackeln brauchen wir jetzt nicht, oder? Hm.
Was könnten wir denn mal als Licht nehmen? Candles. Nee. Diese Lampen finde ich cool. Die Mittelalterlampen. Könnte ich doch theoretisch. Ach, die kann man nur hinstellen. Sind so. Für einen Tisch oder so könnte man die nehmen. Ich will mir aber auch keine Fackeln ins Haus stellen. Ich kann ja hier so eine Lampe nehmen. Nee, das sieht scheiße aus. Bau das mal ab. Abbauen. So, geht doch. Ich habe auch noch Metalltorch. Die sehen wiederum nicht schlecht aus, aber... Ich habe nur 3 Stück. Ist auch kacke. Das ist scheiße so. Komm da runter. Oh, und ich friere. Ich würde sagen, dann bauen wir hier unten die ganzen Fackeln ab. So. Ach so, Hunger hat der kleine Junge auch noch, ja. Ich kann das hier eigentlich mal so komplett beiseite machen. Wenn ich so bei den Fackeln stehe, dann ist mir total heiß. Aber wenn ich dann da drüber stehe, da kommt dann auf einmal die Heulsuse bei dem Roboter raus. Ich setze mir mal ein Campfeuer hier hin. Einfach aus dem Grund, damit ich mich mal kurz wärmen kann. Ah, Moment, ich weiß, was ich für eine Lampe nehmen kann. Ich habe doch fett die Kronleuchter am Start. Wartet mal, die tue ich mir. So. Bäm, Junge, ist denn? Das ist doch fett. Einmal da so drüber. Und dann werde ich mir jetzt mal herstellen. Campfeuer. Warum kann ich mir kein Campfeuer herstellen? Fuck, ich brauche unverarbeitetes Holz. Dann nutze ich den Moment und werde hier die Fackeln etc. abbauen. Na, geh ab. Danke. Okay, das jetzt ist natürlich ein bisschen scheiße, dass ich da schon wieder Holz sammeln muss. Hätte ich das mal vorher gewusst. Na, nimm es doch mit. Danke. Ich setze jetzt erstmal normale Fackeln hin. Genauso wie hier. Und hier auch noch. So, dann ist unser Haus auch schön ausgeleuchtet. Aber trotzdem brauchen wir... Ah, das kann ich auch eigentlich machen, wenn ich weiter nach da hinten gehe. So einem Roboter wird erstaunlich schnell kalt. Wo man ja eigentlich meinen sollte, gerade einem Roboter wird nicht so schnell kalt oder überhaupt nicht. Aber der ist schon eine ganz schöne Heulsuse. Ich glaube nämlich auch nicht, dass dieser Planet hier irgendwie nachts zum Eisplaneten mutiert oder so. Von daher... Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal hingehen und muss mir eine Menge weg, habe ich gesagt, eine Menge wird das voller? Nö, oder? Eine Menge Holz holen, ah jetzt, damit ich dann mal hier die ganzen Campfeuer bauen kann. Aber ich glaube, das mache ich im nächsten Part. Ich brauche gar nicht Pause drücken, weil es hier eh keine Pause gibt. Ich melde mich einfach dann im nächsten Part zurück und da werde ich dann wahrscheinlich schon die Campfeuer gesetzt haben.
Dann geht's weiter an die Wohnungseinrichtung und dann mal schauen. Vielleicht gehen wir in den Untergrund. Bis dahin und haut rein.